Hallo zu einem neuen Video. Ja, wie im Video schon steht, ja, habe ich mir Gedanken gemacht über den Mischstreuer. Und ja, ich habe den jetzt noch nicht freigeschnitten. Vielleicht kriege ich das auch so hin. Ich habe zwar ein bisschen was zum Messen dabei. Ja, müssen wir mal gucken. Unorganisiert hier zu Werk. Oh. Und zwar, ich hatte den ja mal letztes oder vorletztes Jahr hatte ich den im Internet stehen und ja, da gab es keine großartigen Interessen und höchstens einer, der wollte halt die Reifen haben, weil das sind schöne Breitreifen. Ja, ich gucke mal, wie ich das hier so zugange kriege. Genau. Was habe ich da jetzt so mit vor? Ja, als Ballenhänger muss er ja ein bisschen umgebaut werden, muss auch noch ein bisschen fertig gemacht werden. Wir haben ja hier diese der, ne, die da. Kann man das sehen? Ja. Warte mal, ich mach mal hier ein bisschen. Und das hier als Sägestab. Das hier, ne? Die kann man hier, oh ja, toll, da reinstecken, ne? Also nicht so wie die jetzt stecken, bloß das kommt dann da unten rein. Dieser hier, ne? Da unten rein. Ich weiß noch nicht, ob ich das so gängig mache, ne? Als Klappen, so wie jetzt, ne? Dass man den breit und schmal stellen kann. Oder ob man den nur auf breit hat dann. Ob man das dann, ja, wirklich nur so breit macht. Müsste man nochmal messen, wie breit der jetzt hier ist. Eigentlich hatte ich das so vor, sonst den wirklich so zu machen, dass man den ja nur so breit hat, wie diese Ballen breit sind, lang sind. Auf jeden Fall sind die ja so, wie ich die sonst immer gestapelt habe, haben die dann eine Breite von 2,40, glaube ich. Und wenn wir unseren Anhänger ausstellen mit beide hier Schotten, dann ist er immer breiter und das ist immer doof, ne? Das wird hier wahrscheinlich auch so sein, dass ich das hier wahrscheinlich mitnehme. Die muss ich mal gucken, ob man die noch gängig hat oder nicht oder wie auch immer. Ob ich die einfach daran stecke. Mit ja, weiß ich auch noch nicht. So ganz genau, wie man das macht. habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. Nur so Gedanken gemacht, was kann man jetzt damit machen. Streuwerk natürlich weg, weil sonst sieht der vom Rahmen her, glaube ich, immer noch ganz gut aus, so wie man es vielleicht von hier aus sehen kann. Ne? Die Schotten kommen dann ab oder die Klappen. Ne? Und wie gesagt, der wird dann nur so verbreitert. Nur so breit verbreitert, dass die beiden Ballen darauf passen. Also auf 2 Meter und 40, ne? Genau. Genau, hier steht sogar eine Größe, obwohl das ist eine andere Größe wie die da hinten. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so hinkomme oder so. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich euch hier so hinstellen kann oder so. Ich probiere das mal. So. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nicht freigeschnitten, weil ich jetzt auch so ein bisschen, ja, ja, wie nennt man das? provisorisch nicht, sondern ja, spontan. So. So, ich drehe das hier mal ein bisschen runter. Wie gesagt, weil der wächst ja immer wieder ein noch. Gut, da steht jetzt auch nichts weiter drauf. Hört sich da ein bisschen komisch an. Das sind auf jeden Fall, jetzt können wir das auch hier gucken. Mir steht da auch nicht drauf. Ich dachte, da steht was anderes drauf.
15.0/55-17. Also ich weiß nicht, das sind Breitreifen, wie gesagt. Und wir haben eine Breite von, wenn man das so sehen will, wenn man das Profil hier so nimmt, von 34 cm, 30 cm, irgendwie so. Ja. Ja, das ist jetzt, bevor es wieder so ein Kommentar kommt, du hast hier so viele Projekte und so. Ja, habe ich, und das Projekt kommt auch nicht jetzt oder so, aber zum nächsten Jahr wollte ich das Ganze fertig haben oder machen, sagen wir mal so. Ja, weil was muss hier gemacht werden? Eigentlich nur abbauen. Wie gesagt, die Schotten ab, Verbreiterung halt, ne? Weil der Rahmen hier müsste, glaube ich, noch alles ganz gut aussehen. Hier ist noch was dazwischen, das ist Holz. Mal sehen, ob ich da noch mal was zwischen mache, einfach damit das halt ein bisschen schicker da aussieht. Oder, ja, weiß ich auch nicht. Hier oben ist zwar ein, ja, hier oben ist noch eine Querstrebe und so. Er ist ja stabil und so, ne? Müsste man sich angucken. Hier diese Kette, die kommt raus, ne? Und, ja, hinten da ist ja die, sieht man das eigentlich? Ja, das da. Das Graue da, das ist ja die, ich sag mal, Kardanwelle, die von vorne nach hinten geht zum Streuwerk. Genau, die kommt ab. Alles, was man nicht braucht, mache ich ab. Die ist da sogar sowieso schon ab, ne? Alles kommt ab. Hinten ist auch was ab, das kann ich euch später nochmal zeigen. Ansonsten verlinke ich euch nochmal das Video, wo ich den wirklich mal vorstelle. Da könnt ihr dann noch ein bisschen mehr herausfinden, was da jetzt mit ist. Und ja, genau. Streuwerk will ich ja abbauen und dann versuchen mal zu verkaufen, so als Ersatzteil. Genau, so ein paar Sachen als Ersatzteile zu verkaufen, versuchen. Ansonsten fliegt das in den Müll, wenn ich da keinen anderen Platz für finde. Hier vorne muss man mal sehen, ob man das irgendwie so weit zurückbaut, wie es geht, ne? Und das würde ich dann auch nicht auch dran lassen. Da will ich jetzt nicht großartig irgendwas abschweißen oder so. Hier Bordwand soll hier vielleicht neue Bretter rein oder so. Muss man mal gucken. Oder man lässt die drinne. Weil so schlecht sehen die hier vorne gar nicht aus. Oder sagt ihr, weil das ein Mischstreuer ist, ob ich alles noch hier lassen soll, also weglegen soll, ne? Das hier, das kommt ab, ne? Das Gitter wird beiseite gelegt. Das könnte man vielleicht noch mal notfalls woanders für gebrauchen oder so. Der braucht neue Beleuchtung, braucht er. Genau. Was sonst noch? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird alles abgebaut, was man abbauen kann, ne? Bremse wird neu eingestellt, ne, dass die auch wieder vernünftig bremst, irgendwie so. Genau. Ansonsten sieht das auch vom Rahmen her ja von außen scheinbar ganz gut aus. Wie gesagt, ich könnte noch mal messen, wie lang der ist. Das wäre noch mal was Interessantes. Kann ich das hier so... Ich hätte jetzt hier aber leider nur 3 Meter aus. Ich mache mal hier von hier bis da, bis hier hin. Sagen wir bis da hin, so haben wir 2,10 Meter. 2,10 Meter.
2,10 Meter und ja, auch 2,10 Meter. 2x2 Meter sehen sind 4 Meter und 20, ne? 4,20 Meter. 4,20 Meter oder 4,20 Meter ist die Ladefläche. Und wir haben so, wir rechnen mal mit 1,30. 2 mal 1,30 sind 2 mal 1,30 sind 2,60 Meter, 3,60 Meter, 3 Meter und 90, also 4 Meter, ne? Haben wir hinten noch ein bisschen was? Genau. Bisschen Platz. Hinten will ich auch noch irgendwie so eine Erhebung machen, so, ne? Irgendwas zum Anstecken oder irgendwie so, wenn das geht, keine Ahnung, ne? Dass der hinten auch mal nach hinten gesichert ist. Und dann muss man mal gucken, wie wir das machen. Weil ich möchte natürlich auch Ladungssicherung machen. Wie wir das machen, wie ich das mache. Man könnte hier hinterhaken, ne? Hier so hinterhaken. Aber naja, soll man ja nicht. Bin auch schon sonst am Überlegen. Ja, ich kenne jemanden, der macht Metallarbeit und ja, den mal fragen, ob er mir hier sonst ein paar Ösen irgendwo ranschweißen kann. Entweder macht er die selber oder ich besorge mal irgendwie was, ne? Oder anschweißen ist ja schöner, als wenn man da Löcher reinbohrt, ne? Ich weiß auch noch nicht. Ja, wieso, ne? Muss ich nochmal nachfragen. Wie auch, wie gesagt, diese Verbreiterung, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie breit der ist. Habe ich jetzt auch noch nicht gemessen, großartig. Wir machen jetzt einfach mal so circa. Ja, kann man sagen, 1,80 ist da wohl. 1,80 ist da auch breit. Also musst du auf jeder Seite 1,80 bis 2,40 sind 60 cm. Auf jeder Seite 30 cm. Okay, das ist schon einiges, ne? Wenn wir den hier mal so messen, ich weiß das nicht. Ja, ist von da unten bis nach dahin sind es 30 cm. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist dann so eine Klappe. Ne, die ist sogar höher wieder, ne? Also kann man diese Klappe hier schon wieder gar nicht verwenden. Genau. Falls jemand sich denkt, so, ob das überhaupt vom Gewicht her passt. Ja, passt, weil es ist ein 5,7 Tonnen Anhänger. Und ja, von daher sollte das passen. Was wollte ich noch sagen? Das war's dann eigentlich schon, ne? Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder sowas, ne, könnt ihr das ruhig erzählen, erwähnen. Hier weiß ich jetzt auch noch nicht, wie man hier rangeht als zum Einhaken, ne? Ich will nämlich auch so nochmal welche rüberspannen. Oder ob man, wie gesagt, ob man hier auch nochmal Ösen anschweißt, ne? Und dass man halt auch so nochmal so rüber nochmal welche spannen kann, ne? Oder nur von hinten nach vorne, ne? Und seitlich gar nicht spannt oder so, ne? Weil ja hier noch eine Verbreiterung rankommt. Ich weiß auch noch nicht, wie man das macht. Am besten wäre ja, wenn man die hier reinstecken kann. Und die irgendwie so stabil macht, dass die halt was halten, ne? Aber auch so leicht, dass man die dann irgendwie, ja, hoch machen kann. Oder ob man, ja, die Klappen hier wegnimmt, die kommen ja sowieso weg, und sich Klappen holt, die wirklich nur 30 cm hoch ist, und dass man die dann halt, ne, hoch und runter klappen kann. Und, ja. Und diese Dinger dann halt neu macht, oder wenn die noch funktionieren, ja, oder man
man lässt sich anfertigen irgendwas, ne? Dass man das dann wieder runterklappen kann und dass man die dann hier drinnen verriegeln kann als Auflagefläche, ne? Könnte man auch gucken. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man was machen kann, ne? Genau, soweit hierzu. Wie gesagt, Boden muss auch neu gemacht werden und so. Kette, also der Gettenboden. Also der Boden muss auch noch raus, also die Kette da muss raus. Ne? Also abbauen ist ja immer einfacher als anbauen. Genau, soweit dazu. Ich weiß auch gar nicht, wie lange jetzt das Video ist. Wie gesagt, das soll erst zum nächsten Jahr fertig. Und ja, mal gucken, wie das funktioniert. Ne? Genau. Aber irgendwas wollte ich noch sagen, noch erwähnen, erwähnt haben. Was wir vielleicht noch mal messen können, ist einfach, um mal so eine, ja, ich sag mal so, eine, ja, da heißt das so schön, ja, ein Richtwert zu haben. Der Mischstreuer ist nämlich höher wie der Küpper, der aber jetzt ein Plattwagen ist. Wie man das auch nur so zerrt, ne? Weil wir hier auch nicht so gerade stehen. Also könnte man das auch gar nicht so gut messen. Wir messen mal bei den Reifen, bei den Vorderreifen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel wir hier oben haben. Aber wir sagen mal so, 1,19 Meter. Machen wir so 1,20 Meter. Ne, wie gesagt, das ist jetzt nur mal so gedacht, weil der steht jetzt hier so rum. Ne? Und ja, wir nutzen den ja gar nicht. Und verkaufen kann ich den auch nicht. Zumindest bis jetzt nicht. Oder ihr sagt, ja, doch, stell den doch nochmal rein im Internet. Ne? Und ja, ich hatte den eigentlich bei, glaube ich, 1500. Nee. 1200. Gut, viele werden jetzt sagen, das ist viel zu teuer. Ne? Ich habe aber auf Verhandlungsbasis gemacht, weil da hinten drinne das Video verlinke ich nochmal am Ende des Videos, weil da ist eine neue Welle drinne und bisschen oben ist auch noch stabilisiert worden und so. Und die Welle, die hat früher schon 1000 Euro gekostet. Und genau. Und wenn man dann noch ein bisschen runter handelt oder so, oder ich setze ihn nur rein für 1000 Euro. Und wenn man ihn dann runter handelt, na gut, dann ist er dann auch. Aber halt alles weg und nicht nur Einzelteile. Einer wollte nämlich, wie gesagt, schon mal Reifen nur haben und ja. So ein Wagen ohne Reifen kann ich nichts mit anfangen. So, was haben wir hier für eine Höhe? Oh, der ist nur 1 Meter hoch. Also der andere ist locker ein halber Meter, 20 Meter, 20 Zentimeter höher. 20 Meter, 20 Zentimeter höher. Falls jetzt jemand sagt, warum machst du nicht den fertig? Ja, da weiß nicht, die Klappen, ja, müssen auch mal neu. Aber ja, man könnte auch sagen, jetzt man macht den noch mal fertig, ne? Irgendwie die Klappen müssen ja auch neu und so. Aber der hier ist halt 4 Meter und 4,50 Meter lang, glaube ich. Können wir mal messen. Ich meinte, der ist 4,50 Meter. Und der andere war 4 Meter und 20 oder sowas, ne? Genau, 4,20 Meter. So, das sind 2 Meter. Und ja, der ist einfach hier ein bisschen zu lang halt. Finde ich. 4,40 Meter. Dann wäre hier 20 cm länger. Ja, kann man jetzt halten, was man will. Ne? Aber ja. Ich finde das halt doof, dass er halt ein bisschen lang ist. Ne? Oder man versucht das so zu machen, die hier noch mit abzumachen und dann hier vorne irgendwie noch was anderes mit dran zu machen. Ne? Dass man dann halt hier noch was hat, wo die dann abgestützt werden, ne?
Irgendwie so, das könnte man sonst auch mal ausprobieren und dann halt, ja, irgendwie das halt anders zu machen. Aber ich weiß auch noch nicht. Wäre ja aber schön, wenn man den so lässt, weil wer weiß, was man damit machen möchte noch. Ja, das eine so, das andere wieder so und ja. Aber man weiß auch nie, wo das hinläuft alles, ne? Könnte man sonst zwei Anhänger haben zum Ballenfahren. Und genau, hat man halt zwei, wäre ja auch nicht verkehrt. Genau. Oder ja, was ich auch, noch, auch sonst noch gedacht habe, für den Winter, dass man das halt als Lagerfläche noch mitnutzt, ne? Weil die der Grubber und die Schleppe, da könnte dann einer noch mit drauf, ne? Oder kommt noch ein Wender oben mit drauf, wie auch immer, auf einen, ne? Und ja, es gibt dann viele Möglichkeiten, dass man da vielleicht noch was draufstellen kann zum, wie heißt jetzt? Zum. Ah. Heute ist das wieder mit der Wortfindung irgendwie. Zum Lagern halt was. Genau, soweit dazu. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Wieder so ein Labervideo, ein Projekt. Ja, so viele Projekte. Aber das ist meins und das ist halt so. Aber ja, das Geld muss auch da sein und im Moment ist es halt alles ein bisschen schwer. Vielleicht wisst ihr es selber und ja. Soweit nur dazu. Wie gesagt, Kommentare gerne, wie ihr das ja meint. Ist das eine gute Idee mit dem Mischstreuer oder nicht? Ja. Nur eure Meinung, ne? Eure Meinung muss ich nicht auch vertreten, ne? Weil das hatte ich auch schon in mehrere oder in der Vergangenheit, dass man dann ich habe euch irgendwas gefragt und dann kam da was und dann wurde mir unterstellt, ich weiß nicht, ob das so ist, ja, dass ich das dann doch nicht so mache, wie ihr das dann gesagt habt. Soll jetzt kein Hate sein oder so. Wenn das so rüberkommt, tut es mir leid, aber ja, es ist halt ein bisschen schwer hier und ja. Genau, ich muss auch immer Rücksprache halten mit meiner Mutter, ne? Und was ich auch nochmal gedacht habe, wenn man das nochmal ausräumt, ne, als Unterstellplatz für den Trecker, ja, aber da steht was drinne und was da drinne ist, das müssen wir mal mit rausräumen, glaube ich. Und alles, was da drinne ist und weg muss, kostet ja auch wieder Geld. Oh, das ist im Moment irgendwie alles, was man macht, kostet irgendwie Geld. Genau. Und soweit dazu, wie gesagt. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, einen Kommentar da und eventuell auch noch ein Abo. Das würde mich auch wieder freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dann ist wieder ein bisschen mehr Action dabei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.